Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, hier ist die neue Ebene und wie ihr seht, ist das unterirdisch, also Kanalisation von Westmark und ja, die schauen wir jetzt mal kurz an. Ich habe übrigens hier ein IQ-Cop Handarmbrust gefunden. Ja, sie macht weniger Schaden, ist dafür natürlich sehr viel sicherer. Wenn ich da mal T1 mache, werde ich die einsetzen. So, und wir gehen jetzt mal hier runter. Ah, hier hat es ein bisschen mehr von der Kanalisation als die Röhrenabflussrohre. Und die haben noch keine Namen, habt ihr es gesehen? Die haben noch die Dateinamen. Verfaulter Pile of Picks. Aufgeschwommene Leiche, die gibt's schon. Die wurde einfach hier wieder platziert. Und der hat wieder. Okay. MS verfaulte, FS verfaulende, NS verfaulendes, P verfaulende. Das ist nur in der deutschen Version so, denke ich mal. Ich hoffe es. Okay, das ist gigantisch, das Gebiet hier. Na, wo führst du mich hin? Interessant. Gehe ich jetzt immer den richtigen Weg oder ist das gigantisch? Ist aber ein bisschen wenig los hier. Sehr wenig los. Also, mir gefällt dieses Gebiet, aber es ist wenig los. Also ich hoffe, wenn ich dann nochmals das im Rift finde, dass es dann ein bisschen mehr los ist, dass das nur ein bisschen ein schlechtes Gebiet ist. Aber das vorherige ist so extrem. Ja, heraussticht mit vielen Bossen. Naja, warten wir auf den Rift-Boss. Also, ja. Ich mache noch kurz den Rift-Boss. Und dann höre ich auf mit dem Rift hier. Das ist für mich ein bisschen zu groß für eine Aufnahme. Okay, hier ist schon ein bisschen mehr los. Aber so komme ich nie an den Liftboss, wenn so wenig Gegner herumtümpeln. Ah, oh, mal ein Boss. Elite-Gegner. Schnell, okay. Sogar eine Teleportation. Und was macht der Eiswall? Kälteeinbruch. Also der Name ist schon ein bisschen schlecht übersetzt. So, eine vergessene Seele, danke schön. Okay. Leider wieder kein großer. Aber das macht nichts. Ich muss sowieso noch ein bisschen üben. Ein bisschen
Charakter verbessern. Das Amulett hat physische. Ich brauche aber nicht physische, ich brauche Blitz. Das meint schon viel besser. So. Also, Dankeschön. Bis zum weiteren Teil dieses Parts. Bis gleich. Ein Schlachtfeld. Hallihallo. Und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ich bin hier gerade nochmal kurz in einem Rift, einen kleinen Rift, habe diesen Setplan gefunden und bin bereit eigentlich für T1 wieder. Dazu gehen wir nachher raus, wenn wir den Boss haben. Was ist das? Kreuzritterkönig, aha. Den habe ich, glaube ich, noch nicht oft gehabt. Ich weiß, dass ich ihn schon gehabt habe, aber wie viel mal weiß ich jetzt nicht. Tschüss. Was gibst du mir? Blutsplitter, das ist klar. Okay. So, also, gehen wir zum Schmied und tun mal die Captain Kamesins Garderobe rein in unser Bauzeugs, Baupläne, Dämonenplatte. Was Bugspirit? 50 Widerstand gegen alle Schadensarten. Reduziert alle Ressourcenkosten um 10. Gibt 3 Teile. Auch 6 zufällige. Was gibt es noch? Wartstiefel gibt es, Bugspirit und Seitenschärpe. Die Seitenschärpe müsste bei alle sein. Hier. Ah, das ist die alte, das ist die neue. Okay, gut. So, was haben wir hier? Aha. Schrott. Ja, wenn ich die Tränke bitte einnehmen, aufsammeln. So. Okay, dann gehen wir auf T1. Schauen wir mal, wie stark wir sind. Wir halten halt wenig aus. Aber sollte schon gehen. Gehen wir zuerst ins nördliche Hochland und schauen, ob der Händler dort ist, weil den findet man am schnellsten. Ich habe sie leider noch nie getroffen, dann will ich sie jetzt endlich mal treffen. Also schauen wir mal, einfach mal schauen. Nördliches Hochland. Komm. Laden. Also ich habe guten Ausweichskill. Ich habe gute Tech-Skills. Sollte eigentlich gehen. Und ich denke, ich mache auch genug Schaden. Ja. Geht so.
Da kommen natürlich sehr viele von unten nach, von dem Zwischenstreifen. Oh, sieh mal einer an, eine Truhe. Ja, wir halten halt nicht gerade viel aus. Schon. So, jetzt ist es safe genug. Und wir können hier die Truhe öffnen. Schafft. Ihr könnt das langsam zu gut. Was haben wir hier drin? Bogenschützen, was begleitet? Schauen wir mal. Begehren, aha. Okay. Ist die Welkmotte da? Nein, das ist nicht die Champion Welkmotte. Sind nämlich versteckt. Hier? Ja. Oh Gott. Ja, jetzt plötzlich macht die Schaden. Hä? Oh Gott. Ja. Okay, gehen wir zurück auf normal und machen Drifts. Wir müssen noch ein bisschen stärker werden. Eben schwer bis Meister bringt's nichts, nur normal und Qual. Weil, ja. Hat nichts Besseres droppt und so. Nicht mehr droppt, gar nichts. Und da bin ich lieber auf normal, da kann man die Gegner schön schnell down machen. Schauen wir mal, ob der Händler jetzt da ist. Der müsste extrem selten sein. Und ich muss mir so viel wie möglich den suchen. Ja, Grüße. Der Bruckal, der wiederkehrte. Okay. Ja.
Ich rieche Schätze. Okay, ist wieder nicht da. Also dann, ja, Rifts machen. Mehr bleibt davon uns auf normal eigentlich nicht zu machen. Eben die Schlüssel droppen nicht auf normal. Glaube ich. Und es leckt gerade ein bisschen komisch. Fraps wieder ein paar Problemchen machen. Wieso habe ich die jetzt nicht dabei? So. Könnten hier noch kurz die Ringe kaufen. Das ist zu teuer. Wieder nichts. Also Unix, also Legendaries bei Ringen. Nichts. Keine Legendaries bei Ringen irgendwie. Dabei brauche ich doch den Nagelring wieder mal. Eine bessere Version. Vielleicht haben wir diesmal Glück mit dem großen Zehenstein. Aber ich denke, die droppen auch nur auf höheren Schwierigkeitsgrad. Das ist das Problem. Ob eben, wir werden so schnell wachsen. Ich denke, in einer Woche haben wir einen guten T1-Charakter. Dann fängt ihr schon bald die Leder an. Da werde ich auf jeden Fall am Anfang mal mitmachen. Und ja, einen Mönch spielen eventuell. Leorix Siegelring. Auch mit Erfahrungsbonus, genau. Aber wir haben ja den Blitz und den MF-Ring, dann bringt er uns nichts. Aber wir könnten ihn geben. Ja. So. Droppen hier viele Haikugeln. So richtig geil. Getarnter Eiterspeier. Das ist, glaube ich, ein Legendär gewesen in Diablo 2. Ich weiß nicht, ob es ihn auch in Diablo 3 gibt. Aber das passt doch zu dem Loch. Zu dem Loch, wie pervers. Ein Schild. Ah, jetzt geht's wieder nach links unten. Okay. Mein Lieblingsschrein. Ich muss nichts machen. Und dann zerstört alles.
Auf nochmal. Ah, Grüßchen. Ach, schon wieder so ein Feuerverzauber. Immerhin nicht so nervig wie die Kadaver-Explosion Feuerverzauber aus Diablo 2. Die immer explodieren. Okay, komische Form. Spiel, also so, wie sagt man dem? Schlängeln. Eine schlängelnde Form. Oh, jetzt kommt wieder ein großes Reich. Mit den vollspacken Gegnern. Malifant. Nicht Elefant, sondern Malifant. Okay. Was ist hier los? Hä? Was wollt ihr gegen mich anrichten? Ihr habt doch sowieso keine Chance. Schon wieder eine. Oh, das ist wieder ein. Oh, das ist wieder so ein Gebiet, wo es maßlos übertrieben viele Champion und Elite gibt. Okay, gut. Das heißt, die können mich nicht aufhalten, auf normal natürlich. Da ist doch das gut zum Magic Fighten. Und sie hören nicht auf. Sie greifen an. Ach, komm schon. Weg damit. Grüße. Oh, der Wolf macht so viel Schaden. Grüße, habt ihr schöne Haare? Sie haben die schönen Haare jetzt am Boden im Dreck gewühlt. So, haben wir gefunden. Tür ist Macht. Nö. Schwarzwede. Schwarzfede. Oh, Zielsuchrakete. Okay, sehr schön. Geschützturm noch erhöht. Prima. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Kristalle, die Edelsteine finden. Mal schauen, was sich so tut mit der Zielsuchrakete. Ich hoffe, sie sind stärker als die normalen, aus dem Skill. Ach ja, was jetzt neu ist, Geschicklichkeit gibt keinen Dodge-Schritt mehr, also kein Ausweichen mehr, sondern Rüstung. Und darum sind die Gegner auch, sind wir auch sehr gut geworden mit diesem Charakter. Weil ich, ja, nicht gerade viel ausgehalten habe vor dem Patch mit dem Hexen, mit dem Dämonenjäger. Und das kommt doch gut, also. Fraps. Schöner Blitz. Fraps, die alte Klunke. Manchmal denke ich einfach nur, what the fuck, wieso ist Fraps manchmal so langsam? Ja, willkommen zu Let's Dia Show. Ich finde das mal wirklich. Aha, auch schlechte Latenz. Okay, bis gleich.